Ja, hallo, ich bin René von Waffenhandel Becker und ich habe mitgebracht, ganz klar, erkennt man am Koffer schon, eine Pistole von CZ. Aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. So, dann kommen wir zu unserer Waffe. Und da haben wir im Deckel Bedienungsanleitung, also Garantiebescheinigung, Bedienungsanleitung. Und relativ vertinnte deutsche Teil, viel Text, wenig Bilder, aber vollkommen ausreichend. So eine Pistole ist ja auch kein Hexenwerk. Und hier finden wir noch so einen Schlüssel, den wir nachher zum Zerlegen brauchen. Zur Waffe kommen zusätzlich zum Einmagazin, das in der Waffe sich befindet, nochmal zwei zusätzliche Magazine und Schlüssel zum Einstellen der Kimme. Und dann nehmen wir sie mal raus. Und die vollständige, richtige Bezeichnung der Waffe ist CZ75SP--01 6.1. Steht auch schön groß hier auf der Waffe drauf, wie ihr sehen könnt. Die Waffe ist hier im Kaliber 9 mm mit einem 6 Zoll auf, wie man unschwer erkennen kann. Wenn wir vorne anfangen, erkennt man hier das Barrel Bushing. Der Lauf sitzt super fest, wenn wir auch gleich sehen, wenn wir die Waffe zerlegen. Also ist gar kein Spiel mehr vorhanden. Hier haben wir ein hohes Scheibenkorn, eine verstellbare LPA-Kimme mit dem Gummigriff hier. Den fand ich auf den Bildern ziemlich hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich es jetzt in der Hand halte und so sehe, wirklich sehr schön, greift sich sehr gut. Also finde ich wirklich sehr angenehm. Die Waffe verfügt über Double Action und Single Action. Als Abzug. Der Abzug ist über Arbeit, verfügt über einen Triggerstopp, wie man hier sehen kann. Ich kann den hier quasi einstellen und anpassen. Die Magazinkapazität beträgt 19 Patronen, also wirklich absolut ausreichend. Das Waffengewicht beträgt 1270 Gramm mit eingesetztem Leermagazin. Gesamtlänge sind 24 cm, Höhe 15,5 und 3,5 cm. Ist sie breit. Also ich finde tatsächlich eine schöne Waffe. Die Sicherung hier ist beidseitig bedienbar. Seht ihr das? Geht auch sehr locker flüssig zu bewegen. Und ich komme tatsächlich hier überall gut ran. Wenn wir die Waffe einmal so haben und Laborbedingungen, einfach mal das Abzugsgewicht als Single-Action-Abzug. Nämlich bei 1,6 Kilo ungefähr. Das ist sehr nah dran an dem, was angegeben wird, mit 1,5. Und Double Action bricht der Schuss hier bei 4,03, also 4 Kilo ungefähr. Aber ich bin ein bisschen verrückt. Tatsächlich, also Abweichung durchaus möglich. Wie gesagt, nur für uns ganz grob, keine Laborbedingungen. Ja, zum Zerlegen der Waffe brauchen wir jetzt gleich so ein Magazin, um die Fange wieder rauszudrücken. Der wirklich sehr, sehr fest sitzt. Und jetzt haben wir Verschlussfanghebel raus. Und jetzt haben wir Griffstück, Verschluss getrennt. Jetzt dann gleich einfacher funktioniert. Jetzt brauchen wir unser Werkzeug von gerade eben. Das ist alles sehr, sehr passgenau. Jetzt geht es zurück. Und zwar hier ist so eine kleine Nase. Die muss quasi hier, seht ihr das? So. Die Laufführung haben wir jetzt entnommen und die sitzt wirklich sehr, sehr fest und sehr, sehr passgenau. Und voilà, Waffe zerlegt. Lauf einsetzen. Laufhülse. Laufführungshülse und die geht wirklich relativ stramm rein. Da muss man ein bisschen drücken. So.
wieder verdrehen. Und voilà, schon habe ich es wieder zusammengesetzt. Also ich finde wirklich eine sehr, sehr schöne, eine klasse Waffe. Ja, hier haben wir es nochmal, unsere CZ in ihrer ganzen Größe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf Fotos hat sie mir zuerst nicht gefallen. Also wenn ich es rein nach Fotooptik hätte ich gesagt, nein. Dann die technischen Daten angeguckt, gesagt, jawohl, schauen wir uns näher an. In der Hand gehabt, schrägstrich erst ausgepackt in der Hand gehabt und gefangen gewesen. Live gefällt sie mir viel, viel besser als auf Bildern. Ich weiß nicht, ob das im Video überhaupt so rund kommt. In der Hand halten, ansehen und auch mal geschossen haben damit. Wirklich eine ganz, ganz klasse Waffe hier aus dem Hause CZ. Wenn ihr entsprechende Erwerbsberechtigung besitzt, dann könnt ihr diese, aber auch andere Waffen bei uns über den Waffenhandel Becker sehr, sehr gerne erwerben. Wenn ihr angehende Sportschützen seid und ihr wollt euch später mal so eine schöne Sportpistole oder eine andere Waffe kaufen, und es fehlt noch die Waffensachkunde für Sportschützen, dann würde ich mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Kurs bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr einfach mal wissen wollt, wie es ist zu schießen mit einer Pistole, einer halbautomatischen Büchse oder, dann besucht doch einfach ein entsprechendes Schnupperschießen bei uns über die Schießschule Becker. Wo auch immer, wann auch immer, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.